Das Victorinox Rettungsmesser Rescue Tool habe ich seit vielen, vielen Jahren im Einsatz. Und jetzt ist einmal die Zeit gekommen, um darüber zu sprechen, wo die Vor- und Nachteile liegen und für wen das überhaupt Sinn macht und so ist und überhaupt. Und wenn dir das interessiert, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Rescue Tool begleitet mich seit über 10 Jahren. Ich habe das im Auto liegen, dazu aber später ausgeliefert wurde es. Und so wie ich recherchiert habe, wird es auch noch immer in so einer Nylonscheide, die auch schöne Schlaufe hat, kann nichts abreißen, alles vernünftig und schön verarbeitet. Wird mit der Zeit ein bisschen schmutzig, aber das ist mein Problem. Wenn ich mich richtig erinnere, dann leuchtet das hier auch noch etwas, wenn man mit Licht drauf strahlt. Also so richtig für den Rettungsdienst ganz einfach gedacht, oder? Um es in einer dunklen Umgebung zu finden. Übrigens, nachleuchten tun auch die Griffschalen von diesem Rescue Tool, dazu aber später. Das ganze Teil ist ein Einhandöffner, das bedeutet, dass es in Deutschland unter 42a fällt. Ja, und 42a besagt, wenn du im Rettungsdienst tätig bist oder irgendeinen anderen Bedarf hast und nachweisen kannst, dass du dieses Ding hier beruflich zum Beispiel brauchst, dann ist es wieder führbar, aber so jetzt einfach für Maxi Huber, der es halt einfach mithaben mag, leider nicht. Und das ist vielleicht auch ein bisschen ein Nachteil, aber es ist ganz einfach so. Dann haben wir hier eine an der Klinge serrated. Ja, also hier haben wir einen Wellenschliff und dann hier vorne ist eine glatte Schneide und zwar einseitig angeschliffen. Das ist analog zum Soldatenmesser 08, wenn ich mich richtig erinnere. Habe ich auch einmal ein Video dazu gemacht und wir haben, ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber ich gebe dir auf jeden Fall den Link. Ich weiß nicht, wenn du das Video anschaust, wann du dir das Video anschaust, ob das dann noch so ist. Wir haben Gebrauchte von der Bundeswehr im Sortiment, aber die gehen weg wie die warmen Semmeln und irgendwann kriegen wir die vielleicht nicht mehr. Gut, wie auch immer, das Ganze funktioniert über einen Liner-Lock. Da ist dann an dieser Stelle auch der dazugehörige Press-Button. Press-Button. Super. Schau her, es rastet ein und die Sache ist erledigt. Das lässt sich alles gut machen. Aber wenn du Rechtshänder bist, dann ist es irgendwie schwierig, da musst du umgreifen und mit der linken Hand zumachen, weil diese Arretierung eben in die Richtung geschoben werden muss. Das heißt, das erste Mal, dass ich ein Messer sehe, das für die Linkshänder Vorteile hat, wenn man es mit einer Hand, ich schaffe es gar nicht, das bin ich nicht gewohnt, nein, aber es geht natürlich, ja. So, das ist einmal das eine, gut. Dann gibt es hier einen Glasschneider, der übrigens auch auswechselbar ist, das heißt, wenn der defekt wird, aus welchem Grund auch immer, dann kann man den auswechseln. Ich habe es für den Outdoor-Bereich auch einmal probiert zu sägen, natürlich geht das, aber so richtig cool ist das nicht. Was aber wunderbar geht, wie man wahrscheinlich sieht, ist die Feuerstahlbedienung, denn hier hinten, dieser Rücken, der ist unbearbeitet oder weiß ich nicht, oder der ist so scharf, Feuerstahl ist voll cool. Und wenn du das anschaust, das ist auch leicht gebogen. Da ist die Idee, dass man ein Loch reinschlägt und dann über dieses Loch durch Raufziehen das Glas schneidet. Ja, soll so sein. Habe ich das gebraucht? Nein, ich habe es noch nie gebraucht. Hier haben wir einen Gurtschneider, beziehungsweise auch für Kleidungsstücke, beengende Kleidungsstücke aufzuschneiden. Und da ist es jetzt natürlich schön gemacht, dass man den Patienten nicht verletzen kann. Das heißt, ich kann hier in die Kleidung oder in den Gurt mich einschlafen und fertig. Analog zu einer Verbandschere sozusagen. Das ist auch einseitig angeschliffenes, serrated, ist auch super. Das habe ich sehr gerne zum Paket öffnen. Ich sage das hier fast jedem Video, aber es ist halt so. Das ist meine Lebensrealität. Aber ich meine jetzt gar nicht das Paket mit diesem Klebestreifen, sondern das sind manchmal so Kunststoffgurte. Ja, wenn einfach mehr Gewicht ist und sichergestellt werden soll, dass das Paket nicht zerreißt, dann kann man das mit dem wunderschön aufschneiden. Das geht super, das ist wunderbar. Und ich hatte schon einmal bei einem Erste-Hilfe-Notfall, ich meine Notfall, eine Ersten-Hilfe-Situation im Einsatz. Es hat sich jemand am Fuß verletzt und es ist angeschwollen und Schuhe ausziehen war schon schwierig und habe ich damit als Held sozusagen, ich war der Held, nein, Spaß natürlich, ja, habe ich die Schuhbänder aufgeschnitten damit. Wäre aber, und das muss man auch gleich dazu sagen, es wäre auch mit diesem Messer gut gegangen, weil wenn du dir anschaust, vorne die Spitze ist auch leicht abgerundet, also da kann man auch das eine oder andere tun. Aber wenn man es schon hat, also wer hat, der hat. Dann gibt es den ominösen Kapselheber und Schlitzschraubenzieher in einer vernünftigen Art und Weise und auch der ist arretiert. Ja, auch der ist arretiert und da habe ich mir sagen lassen, wie gesagt, ich konnte es noch nicht ausprobieren, dass man damit auch etwas hebeln kann.
Ja, in gewissen Bereichen hat Victorinox zumindest so vorgesehen und das ist ja auch in Ordnung. Und dann habe ich noch den Glasbrecher, der ist hier angebracht. Das heißt, wenn man da einen Handschuh, wird alles mit Handschuhen gezeigt in den Demonstrationen von Victorinox, kann man hier zum Beispiel drauf picken. Also eine Seitenscheibe kann man hier relativ leicht einschlagen, das ist relativ leicht. Bei der Windschutzscheibe muss man natürlich mehr arbeiten und da ist dann bei der Windschutzscheibe auch diese Säge, sofern ich sie dann wiederfinde, gedacht. Gut, dann gibt es noch hier Zahnstocher und es gibt die Pinzette, ja, und es gibt noch statt dem Flaschenöffner ein Philips, ein Kreuzschraubenzieher. Gut, soweit, so gut. Und hier hinten, das kriege ich aber mit den Nägeln mittlerweile nicht mehr auf, weil schon so viel Dreck da reingekommen ist. Da hinten wäre noch eine Ahle mit dabei. Soll so sein. So. Auswechselbar ist auch das hier. Mit einer Zange kann man das runterziehen und es gibt Ersatzteile, dass man das wieder aufsetzen kann, sowie auch die Säge. Und das Ganze leuchtet in der Nacht etwas nach. Das bedeutet, besonders in Dämmerungssituationen oder eben bei Dunkelheit, wenn du das abgelegt hast, und du hast drauf geleuchtet, man legt es ab, das schimmert etwas nach und das ist auf jeden Fall eine gute Sache. So, ich habe das Ding im Auto liegen und denke mir, vielleicht gibt es ja mal eine Situation, ich wünsche es mir nicht, bitte nicht, ja, auf Holz klopfen, aber vielleicht gibt es ja mal eine Situation, wo ich das brauche und da denke ich mir, dass das Fahrzeug, das Auto, das ist, wo ich eher einen Glasbrecher brauchen werde. Oder? Ich meine, das wird irgendwie zusammenpassen. Und das ist natürlich billigste Eigenwerbung, wirklich grauslichste billigste Eigenwerbung für den urbanen, normalen Bereich, weil das ist halt schon dementsprechend schwer, habe ich zum Beispiel diesen Glasbrecher von Marianne Rossmann Survival Tool, das ist natürlich auch für mich schon ganz klar, ja, mit dabei, der auch noch andere Kraftverstärker darstellt, aber das ist eine andere Sache als das hier. Also das habe ich wirklich nur im Auto. Und jetzt bist du dran. Hast du das Teil? Was ist deine Meinung dazu? Wo hast du das im Einsatz? Ich meine, vielleicht bist du professionell im Rettungsdienst unterwegs, dann hast du das dabei. Was ist deine Meinung dazu? Würde mich sehr interessieren. Und ja, wie stehst du zu dieser 42A-Sache in diesem Zusammenhang hier? Schreib mal einen Kommentar. Ich gebe dir den Link auf Amazon, dort habe ich es übrigens auch gekauft. Ich arbeite daran, dass ich Victorinox auch selbst in den Shop bekomme. Das heißt, schau unten im Beschreibungstext nach. Vielleicht gibt es das auch dann schon bei mir im Shop. Ja, und ich gebe dir natürlich auch den Link zu allen anderen Rettungsmesser-Typen, die wir im Shop haben, sowie auch zu meinem Tool, weil es eine billige Eigenwerbung einfach ist. Daumen nach oben oder nach unten, was du magst. Abo dalassen, da geht es zum Survival-Tool. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, den René Rossmann und... Waldurlaub genießen. Bis dann und ciao, ciao.